hier oben im Stop Indect, nur damit das, der Platz hier befüllt wird. Freiheit statt Angst ist einfach ein ganz guter Slogan. Das heutige Datum nochmal mit der Stopptafel und Stop E-Brett. Ja, jetzt kommt hier in die Mitte, kommt dann noch so ein Aufkleber rein. Da steht drauf, bei Polizei und Staatsschutz die Fresse halten. Und ja, das ist mein altes Schild. Da habe ich eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und zwar, der Karton dürfte geschrumpft sein, weil das war ziemlich eng bespannt und dann eben hier mit einer Klemme montiert. Auf der anderen Seite sieht das dann eben so aus. Und mittlerweile ist das Papier sehr, ja, lasch drauf, sehr weich. Also man kann da eigentlich so drunter fahren, das ist ziemlich luftig. Das heißt, der Karton dürfte ein wenig geschrumpft sein. Ich vermute das deshalb, weil es natürlich im Auto heiß wird und der Karton wahrscheinlich ein bisschen Feuchtigkeit in sich hatte und sich somit verändert hat. Ja, wie gesagt, jedenfalls, das kommt jetzt da so drauf, ein wenig versetzt. Und dann werde ich das mit einer, ebenfalls mit so Heftklammern montieren, an allen Ecken. Außer eigentlich an dieser Ecke. Ja, gut, könnte man eigentlich trotzdem machen. Jedenfalls hat das den Sinn, ich kann zum Beispiel nach der halben Demo dann das abziehen, also halt runterreißen und habe dann einen neuen Spruch. So kann ich quasi mehr Sprüche mitnehmen. Hier sieht man, dass das schon einmal ganz gut funktioniert hat, weil hier sind die Klammern drinnen vom letzten Schild, das ich dann eben dort gelassen habe. Bevor es jetzt mit den Aufnahmen von vor Ort losgeht, wollte ich nochmal an alle, die dort waren, sozusagen Danke sagen. Danke, dass ihr für Demokratie dort wart und nicht unbedingt beim Nova Rock oder sonst wo. Und ja, sonst, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war alles sehr friedlich. Es war relativ viel Polizei anwesend, also es war irgendwie vorne halt die Polizeikette, die durchgegangen ist. Dann war eben dieser Menschenzug und am Ende waren irgendwie nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 15 Polizeiwagen oder vielleicht waren es nur 10, aber es waren auf jeden Fall, soweit man dann noch nach hinten sehen konnte, also wie auch immer, Polizei war jedenfalls genug. Menschen waren ein bisschen weniger als letztes Mal, glaube ich. Das Wetter war leicht regnerisch, aber es war sonst sehr erfolgreich. Ja, sonst, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es waren ein paar nette Sprüche dabei. Bei ein paar musste ich echt schmunzeln. Ja, also dann, viel Spaß mit diesem Video. Thank you.
zum Ende sein. Das EU-Parlament wehrt sich dagegen. Die EU-Kommission ist dafür. Das Parlament ist demokratisch gewählt. ACTA ad ACTA! Anfang Juli ist es wahrscheinlich soweit. ACTA kommt im EU-Parlament zur Abstimmung. Um es mal zusammenzufassen, was hier zur Abstimmung kommt, ist dazu da, um die Nutzer zu kriminalisieren, um die Provider zu Blockwarten zu machen und, als ob das noch nicht genug wäre, gefährden wir damit auch noch Menschenleben. Jede Stimme, die für das Abkommen ist,
ist gegen unsere Bevölkerung. Und jede Stimme, die das Abkommen verschieben will und die nicht die Hand gegen das Abkommen hebt, ist auch eine Stimme gegen uns. Danke. Ich bin den Weg die Marienfeldstraße jetzt runtergegangen und habe am Straßenrand gesehen, dass viele aus meiner Generation, sind da 40, relativ verständnislos reagiert haben. Überhaupt nicht gewusst haben, was hier da tut. Meine Bitte wäre es an diese Leute, denkt bitte an die Kreativität eurer Kinder, an das Leistungsvermögen eurer Kinder und an die Begrenzung, die der Faktor gesetzt wird. Kinder, die Sachen erfinden, Kinder, die kreativ sind, werden mit der Abstimmung für ACTA einfach beschnitten. Und das möchte ich nicht. Ich denke, meine Generation, die Generation vor mir, das auch. Danke. Bravo! Heute hier versammelt haben und gegen ACTA auftreten. ACTA ist aber eigentlich nur ein Puzzlestück und ein Symbol für etwas viel, viel Größeres. Man könnte hier eigentlich unzählige andere Verträge und Abkommen aufzählen. Und eigentlich, alle haben einen gemeinsamen Nenner. Sie versuchen nämlich kontinuierlich massiv unsere Bürgerinnenrechte einzuschränken und einen Überwachungsstaat Schritt für Schritt einzuführen und zu implementieren. Unter einem Vorwand für Sicherheitsbekämpfung und Sicherheitsgarantie und Terrorismusbekämpfung wird das vonstatten gemacht. ACTA ist damit aber ein Schritt und ein Zeichen, weshalb wir uns hier versammelt haben. Aber ich glaube auch, dass wir mit den drei Demos, die wir veranstaltet haben, ein wichtiges Zeichen gesetzt haben. Nämlich ein Zeichen, dass die Politik nicht mit Wirtschaft und Großkonzernen über unser aller Köpfe hinweg entscheiden kann. Und deshalb möchte ich auch darauf verweisen, dass bei ACTA ein Aspekt niemals vergessen werden darf, nämlich der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit. Diese Debatte wird meistens primär auf das Internet beschränkt und das ist ein wichtiger Punkt, aber Fakt ist, dass mit ACTA auch immer die Frage zu stellen ist, wer hat Zugang zu was und wer hat den Zugang reglementiert und entscheidet darüber. Denn wer wird die Frage stellen, wer in Zukunft Zugang zu Informationen, Zugang zur medizinischen Grundversorgung und damit auch Zugang zu Saatgut und damit zu Lebenssicherung hat. Und gerade deshalb möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Punkt niemals bei ACTA vergessen werden darf. Und deshalb muss unser Protest weitergehen. ACTA ist heute, mag vielleicht irgendwann einmal im Papierkorb verschwinden und das ist gut so. Aber es liegen noch andere Abkommen irgendwo in einer Schublade. Und deshalb müssen wir mit unserem Unmut auf die Straße gehen und die Politik gestalten. Und das können wir machen und deshalb sollten wir wie jedes sein. Und deshalb möge die Macht mit uns sein. Der Solidarwerkstatt und der Aktionsgruppe in Oberösterreich aktiv, die gegen ACTA kämpft. Und ich habe jetzt ein bisschen was überblicken noch. Nie mehr allein. Das wird zur albtraumhaften Realität der europäischen Vision. Alles in ihrem Griff zu bekommen. Im rasanten Tempo wird in pseudodemokratischen Prozessen die Entsorgung vieler demokratischer Grundrechte vollzogen. Als Werkzeuge dienen Minenmilitärbefugnisgesetz, Polizeibefugnisgesetz, Lauschangriff, Rasterfahndung, § 278, Vorratsdatenspeicherung, Interact, Sicherheitspolizei und vor allen Dingen die Bündelung dieser Gesetze und Verordnungen zielen einzig und allein auf die Entmündigung, Einschüchterung und Unterdrückung des Einzelnen im Gesamten ab. Demokratie lebt vom Gebrauch der vier Grundfreiheiten, der Unversehrtheit des Menschen, der Bewegungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Nur damit kann eine freie, demokratische Gesellschaft sich entwickeln. Wo ist die? Dies wird mit dem uns von der EU übergestülpten Überwachungswahn und ihren Gesetzen drakonisch unterbunden. Es grenzt schon an Terror, wie hier die einzelne und ganze Bevölkerung dem Spitzelwesen der Überwachung und sonstigen Beobachtungen ausgeliefert wird. Es ist bezeichnend, dass willfährige Politiker unsere Verfassung geringschätzen und mittels EU-Vorgaben diese sogar auszuhebeln versuchen. Hier stellt sich die wahre Aufgabe der Überwachungsbehörde für Terrorismusbekämpfung und Verfassungsschutz. Diejenigen, welche unbescholtene Bürgerinnen mittels Überwachungsstaat terrorisieren, müssen bekämpft werden und unsere Verfassung vor dieser EU-hörigen und willfährigen Politikerkaste in Schutz genommen werden. Also bitte all ihr,
die uns hier jetzt beobachten und bespitzeln. Legt eure Schalter im Kopf um und schützt uns vor dem EU-Gesinnungsterror, uns allen der Verfassung gegen EU-Fiskalpakete. Weg mit den Repressionsgesetzen, damit die Freiheit für alle auf der Straße, aber auch in der neuen Medienwelt gesichert wird. Denn Freiheit und unbeobachtetes Leben sind Grundlage einer Demokratie. Danke. Bravo! Eins ist mir abgegangen, der Erfolg gegen ACTA, dass drei Komitees des EU-Parlaments sich vor ein bisschen mehr als einer Woche gegen ACTA ausgesprochen haben. Vier, vielleicht da gar nicht. Liegt nicht nur an den Demonstrationen auf der Straße, es liegt auch daran, dass so viele Leute wie noch nie in ganz Europa ihre Abgeordneten kontaktiert haben, ihnen E-Mails geschrieben haben, ihnen sie angerufen haben und sich gegen dieses Abkommen ausgesprochen haben. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Mehrheit sehr, sehr knapp war bei diesen Entscheidungen. Das heißt, wir müssen weiterhin Druck ausüben, wir müssen weiterhin in Kontakt sein mit unseren Abgeordneten. Schreibt alle nochmal an die österreichischen EU-Abgeordneten und sagt ihnen, dass sie gegen dieses Abkommen stimmen sollen. Es ist wichtig, dass wir das jetzt erledigen und es ist wichtig, dass wir jetzt ACTA aus dem Weg räumen können. Danke. Mach mal die Trommel an! Weil es einfach gegen das wichtigste Grundrecht des Menschen verstößt, gegen unsere Meinungsfreiheit. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Danke. Nicht nur mit einem Mausklick demonstrieren, sondern auch auf die Straße gehen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ohne diese Demonstrationen in ganz Europa würden wahrscheinlich im Europaparlament in den Ausschüssen keine Neins zustande gekommen sein gegen ACTA. Wunderbar. Ich finde aber auch, und ich wiederhole mich, dass wir nicht nur gegen ACTA demonstrieren, sondern auch für Demokratie. Und das halte ich für immer noch ganz, ganz wichtig. Unser Signal an die Europäische Kommission ist, so dürfen Verträge nicht ausgehandelt werden. Hinter verschlossenen Türen, ohne Öffentlichkeit, ohne dass alle an einem Tisch sitzen, das darf es nicht sein. War das 20. Jahrhundert das Jahrhundert, wo Wissen abgeschottet wird? Muss das 21. Jahrhundert das Jahrhundert werden, wo Zugang zu Wissen das Thema sein muss? Wo Zugang die Frage ist und nicht das Abschotten und ja keinen Zugang schaffen. Das ist auch, wofür wir heute stehen. Hier, ACTA ist der erste Schritt, das darf nicht passieren.
gehen wir es an, es geht weiter. Danke. Forschung, freie Forschung, das möchte ich ganz wichtig betonen. Und ACTA, wenn ACTA in Kraft tritt, wird eben die freie Forschung in vielen Bereichen behindert. Und das betrifft vor allem Leute, die sich nicht dagegen wehren können. Menschen in der dritten Welt, die abhängig sind von Generika und Saatgut. Und die werden weiterhin in eine Abhängigkeit gestoßen, eben wenn dieses Abkommen, unter Anführungszeichen, dieses in Kraft tritt. Weg verloren gegangen. Ich will jetzt nicht hier die 50 Punkte vorlesen, wo schwerste juristische Bedenken gegen ACTA sind. ACTA ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. ACTA ist die totale Überwachung durch die Hintertür. Ich will mich nicht wiederholen. Meine Vorredner haben es schon gesagt, es hemmt den Fortschritt, es kriminalisiert uns potenziell alle. Dagegen müssen wir uns wehren. Es ist unser Cyberspace, der uns gehört, aber wir brauchen diesen realen Widerstand, damit die da hinten einmal zuhören, was wir nicht wollen. Es ist relativ weit, drei Ausschüsse haben ACTA schon abgelehnt, ein vierter folgt. Die EU-Kommission will es trotzdem durchbringen. Wie Markus Schreuder schon gesagt hat, es geht darum, unsere Demokratie und unsere Meinungsfreiheit weiterhin aufrechtzuerhalten. Zum Schluss will ich nur eins sagen, ob Regen oder Sonnenschein, ACTA darf nicht sein und ich lade alle noch ein, mit uns mitzuziehen in den Sigmund-Freud-Park, damit wir dort weiter demonstrieren. Es geht um unsere Privatsphäre, es geht um unsere Freiheit, freie Bildung, freie Menschen, freies Wissen. Danke. Ist schon gefallen, ja? Es geht darum, dass Demokratie bekämpft wird durch diese Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung, die im Interesse von großen Konzernen durchgezogen werden soll gegen den Widerstand der Bevölkerung. Und das hat die Bewegung gegen ACTA schon gezeigt. So leicht geht's nicht, wenn die Leute bereit sind, ihren Arsch zu heben, sie für ihre Grundrechte einzusetzen. Und deswegen danke an jede Einzelne, an jeden Einzelnen hier dafür, dass ihr für eure und unsere alle Grundrechte einsteht, ja? Weil gerade jetzt, wo Kapitalismus so in der Krise steckt, ja, suchen sie neue Profitquellen und sie versuchen, den Widerstand, der dieses System hinterfragt, zu kriminalisieren und zu unterdrücken. Und das ist auch ein Aspekt von ACTA, der total wichtig ist. Es geht darum, die Leute komplett überwachen zu können und die Leute, die mit diesem System nicht konform gehen, zu kriminalisieren. Und deswegen brauchen wir diesen Widerstand, den ihr alle heute auf die Straße getragen habt und den ihr hoffentlich das nächste Mal auch wieder auf die Straße tragt, weil zu befürchten steht, wir werden wieder auf die Straße gehen müssen und wir werden es tun. Ich glaube, dass wir uns alle in solch wichtigen Fragen weiterhin zivilgesellschaftlich organisieren müssen. Denn über unsere Rechte können nur wir selbst am allerbesten bestimmen und wir dürfen uns keine geheim ausgehandelten Abkommen gefallen lassen. In diesem Sinne ist somit die Demo und die Kundgebung offiziell aufgelöst und beendet und ich wünsche euch allen noch einen guten Nachhauseweg. Nur gemeinsam sind wir stark. Ja.